Hola Leute, herzlich willkommen zu einem hoffentlich lustigen Video. Heute geht es um Mode. Der eine ist modebewusster als der andere. Ich finde, ich war schon immer modebewusst, aber ich habe einen relativ schlichten Stil. Ich bin so eher so auf Familienvater getrimmt. Heute werde ich ihn umziehen und er zieht mich um. Also keine irgendwie Leggings und rosa Shirt und bauchfrei und so, sowas nicht. Sondern wirklich, du ziehst mich so an, wie du dich auch anziehen würdest. Und ich ziehe dich an, wie ich mich anziehen würde. Ja. Guck mal, beispielsweise hier so. Ich versuche immer so zu machen. Ich habe braune Schuhe, eine Jeans, ein basic schwarzes T-Shirt, ein braunes Hemd, eine braune Tasche und eine braune Brille. Und meine Frau sagt immer zu mir, zieh mir maximal 3 Farben an. Okay, gut, jetzt hier. Genau so eine wollte ich mir da auch kaufen. So eine Jacke? Genau so eine englische. Das heißt, sowas aber in der Farbe. Gut, ja, erzähl doch du mal, was du heute anhast. Das sind Schuhe? Ja, ja, das sind wirklich Schuhe. Das sind wirklich, das sind keine. Ja, das sind halt so latschenmäßig. Dann haben wir eine Hose von Systemic. Das ist ein anderes Dings, ne? Eine andere Farbe vom Tarp. Ja, genau ungefähr. Und der Pulli von meinem Bruder Ikenna. Mixed Personalities. Ah, ja klar. Ach so, und ich muss dazu noch sagen, wo ich die gekauft habe. Die Jacke habe ich sie nicht zubekommen. Mittlerweile bekomme ich sie wieder zu. Alter, crazy. Das ist crazy. Ey. So, hier sind wir mitten im Center. Roat, warst du schon mal hier? Boah, Karl Lagerfeld ist krass. Bruder, ich war da, da sind voll die Müllsachen. Ja? Also kein Disrespect, aber ich habe gesehen, das ist echt Müll. Ich weiß auf jeden Fall schon, wie ich dich einklade. Digga, wenn du jetzt mit Skinny Jeans kommst. Nein, Bruder, eine richtige Bracca, Anifo. Normale Bracca, Anifo. Ja. Keine Skinny, damit du Platz hast, Anifo. Von Discord? Nein. Derjenige, der einen einkleidet, muss die Sachen auch zahlen, okay? Gibt's hier Kick irgendwo? Ja. Oh, Lacoste! Wir machen dich heute zum Français, Marokkan. Zum 187 Gangmember. Nee, aber obwohl ich würde. Nee, komm raus, scheiß drauf. Ich brauche was, was ich so anziehen würde. Wir haben jetzt einen Laden gefunden: Timberland. Wir gehen da jetzt rein. Er hat schon direkt gefragt, aber suchst du Sachen für dich? Ich sage, nein, keine Angst. Für den hier. Bei mir haben die eh nicht meine Größe. Kommt mit. Wir fangen bei oben an, okay? Beim Pullover. Ein bisschen was ausgefallen. Oh. Wenn er übertreibt, lasse ich ihn am Ende in Leggings anziehen. Nee, XL, das wird dir passen. Ja, ja, Bruder, du trägst heute Slimfit, so wie ich. Da passt. Nein, Bracker, ja. Du trägst das, was ich dir sage. Du wirst danach sehen. Ich lasse dich auf eine Leggings dingsen. Hallo, warte doch mal. Boah, oh, aber mit diesem Müll muss noch weg. Wir brauchen jetzt eine Hose. Diese Hose wirst du nehmen. Ich frage Mitarbeiter, welche du brauchst. Aber warum nicht die? Ja, so eine von denen. Ich sag's euch. Der wird später. Ich hole ihn in Leggings. Das wird so gut aussehen, Roat. Ja. Und die ist 38? Ja. Boah, die wird so fett passen, Roat. Niemals. Doch, doch. Hör zu, warte. Nimm das mal mit. Schuhe brauchen wir noch für dich. Digga, hast du eine Sache von Timberland zu Hause? Was ist Timberland? Die Marke hier. Ach, Timberland heißt die? Ja. Ja, klar. Ich habe Socken von denen. Hallo, es geht um den Stil, die Marke ist mir scheißegal. Es geht um das, so wie ich mich anziehen würde. Ich hoffe, das kostet 300 Euro. 115? Entschuldigung, können wir andere Hose bitte? Warte, Schuhe, komm mal her. Also, Abo, ich sag dir, ich bin danach dran, ne? Damit du Bescheid weißt. Aber welche Größe hast du? 44, 45 so. Was sagst du über 50 Cent Schuhe? Bei uns hat man früher gesagt, das sind 50 Cent Schuhe. Warum 50 Cent Schuhe? Weiß ich nicht, das hat man so gesagt. Okay, 44,5, gut. Hier, nimm deine Sachen und geh dich umziehen, yalla. Willst du noch mit mir in die Kabine kommen? Nee, ich stehe aber hier vorne. Du ziehst dich jetzt um und dann kommst du gleich raus. Das Ergebnis sehen wir gleich. Bruder, du hast ja Roat, kennst ja Roat dein Leben lang, ne? Ja. Würdest du sagen, es würde ihm passen jetzt, was er anzieht? Feine Hose? Weil ich habe ihn noch nie in feine Hose gesehen. Er war doch einmal mit dir auf Hochzeit, sogar da hat er Cargo-Hose an. Das stimmt, das stimmt. Aber sogar wenigstens Hemd. Wenigstens Hemd. Roat, wie lange brauchst du noch? Oha, krass. Das sieht so kalt bei ihm aus, der Arme. Hä, ich weiß gar nicht, was du hast. Das sieht endlich mal normal aus. Ich gehe damit nicht raus. Du gehst genauso damit raus. 100%. Ich werde nicht damit rausgehen. Du wirst genauso damit rausgehen. Okay. Ja. Ich gehe damit raus, wenn du das auch anziehst, was ich dir gleich sage. Bruder, aber du weißt, ohne Leggings und sowas. Ja, du wirst sehen. Ja. Er tut so, als ob er irgendwie in was weiß ich für eine Kleidung rausgehen muss. Bruder, was soll passieren? Bruder, wenn mich draußen Leute nach Fotos fragen. Bruder, hä? Ist doch nicht schlimm. Probier mal an. Ich brauche doch gar keinen Gürtel. Doch, weil der muss ja natürlich in die Hose und dann muss der Gürtel rum. Ich hoffe, der kostet viel. Ich hoffe, der kostet viel, womit er mich töten will. 70 Euro. Voila. Mit Herz ziehe ich diesen Gürtel an. Aber du weißt, ne? Nur, dass du Bescheid weißt, der Gürtel, deine Dings muss in die Hose rein. Das kommt in die Hose rein. Doch. Genauso machen wir das. Er sagt, boah, der tut so, als ob das voll scheiße ist. Ist auch scheiße. Ich kleide mich nicht so. Ja, aber ich. Ja, und die sieht auch scheiße aus. Das ist so normal eigentlich, aber ich weiß nicht, was... Komm mal raus.
Das ist eigentlich. Aber du wirst sehen, was ich gleich mit dir machen werde. Bruder. Leggings, alles. Kennst du diese Latex? Kennst du diese Latex-Hosen? Also ich finde das. Bauarbeiter, Digga. Nein, hä? Das sieht richtig gut aus. Mach mal deine Hose links in die Hose. Nein. Boah, du musst. Mhm. Doch. Also wenn du nicht willst, dass du gleich in der Leggings landest, dann nicht. Nein, hör mal zu, Ruhat, hör mal zu. Du hast gesagt, du musst dich dann halten, du musst diese T-Shirt in die Hose machen. Ich habe selber in Hose drin. Ja, ja, ja. Komplett, komplett, komplett. Ja. Komplett, Ruhat. Nee. Ich habe alles gesehen. Wie viel ist Gesamtrechnung? 266,20. Nee. Dankeschön. Hier. Danke euch auch, ja. Mal gucken, was er mir jetzt ausholen wird. Kirsch, Joghurt? Wir sind im ersten Laden fertig, er will schon sofort ein Eis essen, dieser Typ. Ich würde dann gerne gleich hier einkaufen gehen. Ja, nein, wirst du nicht. Da gehen wir gleich für Abo einkaufen. Nein, wirst du nicht. Ich habe schon gesagt von Anfang an, ohne Leggings, ohne diese Frauenkleider und so. Der liebe Abo Goku hat mich zum Hund gemacht. Guck mal, wie ich aussehe. Aber ich ziehe ihn ehrenhaft an, kommt. Ich finde die Sachen hier so hässlich. Hi. Passt die? Nein, die passen nicht. Rohat, ich habe 62, das ist maximal 52. Ja, ja, passt. Guck mal, das ist was hier. Dann guck mal das Ding hier an. Die ist sogar fresh, Digga. Oder? Er will mich zum Feuerwehrmann machen. Ist die für Feuerwehr? Zieh an. Ich werde die hier anprobieren. Oh, das 6,5, das wird mir nicht passen. 58. Ja, okay, die zieh ich an. Zieh an? Ja, okay. Und noch die hier. Guck mal, ich sag dir aber nur, ne? Die Hosen, eine Hose ist so teuer wie dein ganzer Einkauf. Ja, passt perfekt. Komm mal her, die passt perfekt. Nein, Bruder. Aber den kannst du schon mal anziehen. Nein. Hör mal zu. Nein. Ich habe gesagt, ich darf einfach Nein sagen. Ich werde dazu Nein sagen. Jetzt holst du mir gleich hier noch andere Farbe. Nein. Nimm mal hier diese kleine Timmy Turner-Mütze. Was für eine Timmy Turner-Mütze? Bruder, nein, lass mich in Ruhe. Passt, meine lieben Freunde? Natürlich nicht. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe 62. Drei Sachen haben nicht gepasst. Ach, schon fett. Ja, danke schön, ja? Finde ich auch richtig ehrenlos, dass ich mich als erstes umkleiden musste. Weil ich muss die ganze Zeit dazu rumlaufen wie so ein Vollidiot. Stimmt, Digga. Das Ding ist, wenn man ihn nicht kennt, das sieht normal aus. Also keiner wird was sagen, außer seine Geh. Ich, Bruder. Also das sind so die Hosen, die ich so normalerweise mir kaufe und bestelle. Alhamdulillah, dass sie das hier nicht haben. Also das ist schon wirklich, wirklich. Die ist richtig fresh. Nicht mal für Geld würde ich die tragen. Das ist richtig diese Familienvater. Style, guck mal so. Entschuldigung, wo habt ihr Cargo-Hosen? Für wen? Für mich. Ich muss das anziehen, was er sagt. So, er hat das angezogen, was ich meinte. Ja. Kacke. Bitte, guck mal, was für ein Laden wir sind und guck mal, was er ihnen zeigt. Cargo-Hose ja. Haben wir, ja. Die kannst du ja mal anprobieren. Also, Digga, wenn dir das nicht passt, Digga, dann... Guck mal, ich will, dass er eine Cargo-Hose... Ich will einfach nur, dass er peinlich am Ende aussieht. Ach so. Ja. Aber jetzt so unter uns. Dann ist es auf Ernst jetzt, ja. Nee, nee. Also passt auf jeden Fall nicht. Ja, zeig. Wallah, passt nicht. Zeig. Passt gar nicht. Ja, zeig. Ich schwör's dir, passt nicht. Zeig doch mal. Bruder, die ist bis hier, Wallah. Ja, egal. Zeig doch mal. Ich will sehen. Ich hab's noch nicht gesehen. Vertrau mir, passt nicht. Ey, Kato, such dich mal rum nach so einer richtig peinlichen Cap. Boah, ich hab dir keine Kopfbedeckung gegeben. Doch, doch, so eine peinliche Cap. Ja, zeig dein Gürtel zum Vorschein. Mach dein Gürtel raus. Der ist nicht dran. Die können vielleicht passen. So lange, ja, oder? Zieh mal an. Ich will mir das aber angucken jetzt. Basti? Boah, aber ich sag dir, das ist so ein Ding, wenn ich mich einmal, also wenn ich einmal hier den hier mache, die reißt in 10 Teile. Hinsetzen, aber auf Nortex Nacken, wenn kaputt geht. Boah, ich sehe einfach aus wie der Weihnachtsmann. Warte mal, wir haben schon mal ein Produkt für dich. Komm mal her. Boah. Ernst fresche Mütze, Digga. Er sieht einfach aus wie ein Insasse. Kennt ihr diese Kohlearbeiter? Yeah. Digga, aber die ist mir nicht peinlich genug, Mann. Was, die ist nicht peinlich genug? Gib mir mal bitte die größte Hose, die ihr habt. Die allergrößte. Die allergrößte. Ey. Normale Bracca, Niffo. Das ist keine Skinny hier, Bracca. Das ist eher, weil das nicht dein Stil, Rohr, das weißt du. Ja, okay, hol mal. Die größte Cargo-Hose, die du hast. Größte Cargo-Hose. Digga. Mit Gürtel. Bruder, das passt mir nicht mal mit einem Seil. Was für Gürtel? Doch, doch, doch. Die wird angezogen. Doch, 100%. Step mal so rein in der Hose jetzt. Boah, die kommt ernst fresh, Digga. Das geht doch gar nicht, Ruhat. Oh mein Gott. Und jetzt kommt Gürtel so drumherum, um den Bauch. Ich sag's dir bis dahin und so, dass wir so, wie wir uns kleiden würden, er holt mir sowas. Obwohl das schon realistisch bei Ruhat, aber... Digga, das ist ernst fresh? Das ist zu viel, Ruhat, Bruder, das ist... Jetzt einmal Gürtel rum. Boah, die ist fresh. Bruder, das sind einfach keine Taschen, das sind Känguru-Taschen. Das ist keine Skinny, ja, Bracker. Ich hab Platz, Anifo. Ich hab Platz, das ist ein Discord. Guck dir das mal an, Digga.
Jetzt noch diese Mütze dazu. Salam alaikum. Jetzt fehlt noch ein T-Shirt, ne? Ja. Schuhe auch noch? Schuhe auch noch, ja natürlich. Alle vor. Lockeres, ja. Schöne. Bruder, nimm mal die Schuhe. Schöne hier, Trivierer, das ist so eine Qualität, kriegt man gar nicht. Das ist Made in Germany. Das ist immer Einigung Klapp oder Bügelburg. Ich suche so den Links raus, ne? Er sagt so, das sieht viel zu gut aus. Er legt so zurück und nimmt noch eine hässlichere. Bruder, aber das ist sie respektlos. Nein. T-Shirt, Untergürtel. So wie du? So wie du? Guck mal, so, zeig auf ihn. Ja, so wie ich vorhin die ganze Zeit rumgelaufen bin. Die ganze Zeit. Vergiss nicht, wo das, guck mal, wo das Video angefangen hat, wo es aufgehört hat. Ich sollte ihn eigentlich stylen. Guck mal, wie er aussieht und er mich. Er hat einfach aus mir. Ja, manchmal driftet man ein bisschen ab. Aber Bruder, für wen soll ich halten, Bruder? Was soll ich damit machen? So ist gut. Ich will so richtig billige, hässliche Schuhe holen. Und die Dinger kosten einfach mehr als die Schuhe gefühlt. Ich glaube, ich nehme einfach die hier. Hast du, oder? Eine schlappe 80 Euro. Okay, let's go. Ja, Bro. Boah, siehst du gut aus. Nimm mal die Mütze. Die ist nämlich auch sehr, sehr stabil, mein Bruder. Kosten 80 Euro, ne? Das sind krasse Schuhe. Ich habe hier nochmal schöne Schuhe ausgesucht. Aber warum diese Hose mit diesen Sandalen, Robert? Passt doch. Guck mal, was er mit mir gemacht hat. Er sieht völlig normal aus, ne? Das habe ich ihn ausgesucht. Guck, was er mit mir macht. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Digga, die Hälfte der Sachen hat er ausgesucht. Junge, aber das... Schreibt ihn mir in die Kommentare, welches Outfit besser ist. Ja, wer hat wen mehr verändert? Nein, wer hat wen einen besseren Style gegeben? Digga, ich sag ehrlich, du siehst fresh aus, Abu. Okay, das war's mit dem Video. Check Kinkans aus. Ich finde, er sieht sehr gut aus. Schaut oben in der ersten Link in der Videobeschreibung. Da gibt's Kinkans. Scheiß mal kurz auf Kinkans. Das, was er gemacht hat heute, wir haben ursprünglich angefangen, dass er mich so anzieht, wie er sich selber anziehen würde. Ich will sehen, wie du so rumlaufen wirst. Wie spärmelig aussehe. Aber die Schuhe wird's behalten, ne? Die Schuhe sind geil. Die Fresse, Digga.